Yo Leute, Mario Maker, Super Mario Maker, der Hype ist gerade ziemlich groß und ja, mich hat das Spiel jetzt auch na, begeistert, kann man das sagen, ich weiß gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall gespielt und das ist auf jeden Fall ziemlich cool und ich finde, ich will eine Aktion dazu machen. Ja, das klingt jetzt so, Aktion, ich weiß nicht, jetzt nicht so eine Art von, ich spiele eure Levels. Ich glaube, das machen sehr viele andere schon, deswegen lasse ich das mal lieber. Schickt eure Levels, baut sie und schickt sie den anderen, die das machen. Nicht mir. Denn ich wollte was anderes machen. Eigentlich zur Feier so ein bisschen zu diesem Spiel wollte ich das Spiel spielen. Aber, ne, wie fange ich am besten an? Ich sag das ein bisschen anders. So ein Informationsvideo, aber wieder unorganisiert von mir. Ich habe vor, anhand, also Anlass, durch den Anlass von diesem Spiel, die Spiele zu spielen. Also in denen es darum geht. Heißt, ich will ein Let's Play machen von Super Mario Bros., dem Originalspiel. Super Mario Bros. 3, Super Mario World und ja, das letzte wird kritisch, nicht Super Mario Bros. U an sich eigentlich, aber jetzt kommen so meine ganzen Ausnahmen. Oder beziehungsweise die eine Ausnahme nur. Also Super Mario Bros., Let's Play, kein Problem, wird gemacht. Mario Bros. 3 habe ich an sich schon mal gespielt als Let's Play, zu 2011 rum. Aber es war die All-Stars-Version, um die es bei Mario Maker nicht geht. Und es habe ich mit einem Freund zusammen gespielt, mit dem Flori. Aber das wollte ich jetzt noch einmal richtig so alleine spielen, so cooles Display-mäßig. So, Super Mario World wird wohl für euch am interessantesten sein von mir, weil ich spiele schon seit 5 Jahren Super Mario World Hacks, aber habe noch nie das Originalspiel als Display gemacht. Und das wird jetzt endlich kommen. So, New Super Mario Bros. U wird nicht kommen. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe schon gespielt. Es ist schon fertig aufgenommen, hochgeladen, schon vor einem Jahr oder so, oder vielleicht noch mehr. Ich glaube, stattdessen wird da New Super Mario Bros. Wii kommen. Also ich meine, euch wird der Unterschied nicht auffallen. Klitzeklein, nein. Aber schon ist ja schon die New Super Mario Bros. Reihe. Deswegen finde ich, passt das dann auch. Will ich das stattdessen spielen? Das habe ich noch nicht gespielt. Also diese 4 Spiele dann zocken. Und, ja, das wird dann kommen. Und dann, wenn ich die durch habe, dann würde ich mich an Super Mario Maker ranmachen. Nämlich, da ja, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World und die Super Mario Bros., Wii oder U, sei mal dahingestellt, ja Levels sind, die von, naja, Miyamoto und seiner Crew immer gemacht wurden. Also deren Level-Design. Gibt es in Super Mario Maker ja auch die Nintendo von Nintendo gemachten Levels. Also jetzt nicht praktisch, was ich gebaut habe oder was ihr gebaut habt, sondern diese, naja, kann man das Beispiel-Levels nennen, diese, die man in der 10 Mario Challenge spielt und alle freischaltet. Und ich würde dann die auch noch spielen in Super Mario Maker, im Let's Play davon. Was ja eine Mischung aus all diesen 4 Spielen ist, ist ja klar, weil von allen ja Levels vorkommen. Deswegen finde ich, ist das Programm, soweit ich vorhab, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario Bros. Wii, über New Super Mario Bros. Wii und Super Mario Maker so als Sahnehäubchen und Resümee aller 4 Spiele so zu spielen. Und das ist so das Programm, was demnächst kommen wird. Das wollte ich euch einfach nur schon mal ankündigen. Ja, das heißt so Mario World Hacks und so, die machen erstmal ein bisschen Pause, die kommen danach wieder, keine Frage. Aber erstmal so ein bisschen das Mario Maker Zeug und die Mario Maker Spiele so. Und nebenbei werde ich auch versuchen, die anderen Let's Plays vom vor dem Sommer oder im Sommer, die ich da schon mal angefangen habe und noch nie zu Ende gespielt, also nicht zu Ende gebracht habe, auch mal ein bisschen weiterzubringen. Das wird aber so also nebensächlich kommen. Auf jeden Fall ist das so das Programm der nächsten paar Wochen, denke ich. Oder Monate, je nachdem, wie lange der ganze Kram dauert, das kann ich euch nicht sagen. Ja, freut euch drauf. Ich hoffe, euch gefällt so der Plan. Und naja, schreibt sonst eure Meinung oder allgemein eure Meinung in die Kommentare, wie ihr halt gerne wollt. Und soweit war es das. Also danke fürs Zuhören. Und freut euch schon. Also freut euch auf das, was kommt.